Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, weiter geht's in, wo sind wir überhaupt? Helfheim, glaube ich, irgendwie so. Und wir sollten das Licht finden. Und da schauen wir doch jetzt mal, ob wir das finden. Wir haben jetzt ein bisschen Ausrüstung verbessert, Axt verbessert und sind jetzt natürlich auch ein bisschen stärker. Ich bin gespannt, wie stark denn im Endeffekt, aber das sehen wir dann. Ich glaube, dass es generell eh nicht so viel ausmacht, weil die Gegner natürlich auch stärker werden. So, jetzt schieben wir mal das Boot ins Wasser. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. So, was ist denn da drüben? Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Schauen wir aber erst noch hier hinten hin. Okay, hier ist nichts. Jetzt hier weitergehen. Immer dem Licht entnach. Schickdralis Abklingzeit Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Sehr cool. Okay. Nochmal, ich habe nichts Was? gesagt. Ich könnte schwören, du Was hast hätte denn was da da? gesagt. Ah! Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Okay, hat der irgendwie eine verborgene Gabe oder so, dass der tote Stimmen hören kann oder sowas. Okay, da sind hier komische Geister. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen Sie uns nichts an. Aber Sie gehen vielleicht. uns nichts an. Schaut das cool aus. Sieh Boah. dir das an. Es muss der Ringtempel See sein. des Lichts. Okay, da ist auch schon das verborgene Licht, das wir suchen sollten. Aber ich denke mal, der Weg wird trotzdem noch weit sein, bis wir da rankommen. Können wir irgendwo anlegen hier? Hier können wir anlegen. Schauen wir doch mal, ob es hier weitergeht oder ob wir da irgendwas machen können. In Alfheim kennt man auch Sandschalen. Ich glaube, sie werden irgendwas im Was Sand wird gefragt? drücken. Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Okay. Ist kein gutes Zeichen, wenn es immer so ruhig ist. Okay, ich würde sagen, wir würden einfach mal ein bisschen rumschippern. Schippern wir einfach hier durch. Traurig.
traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Machen wir langsam. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Oh. Die Brücke ist... Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Alter Schwede. Puh. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Wir müssen erstmal runterkommen. Wir müssen hier irgendwie runter. Okay, denke ich mal. Ah, da ist so ein Rad. Das hat etwas bewirkt. Das ist noch ein Rad. Sei bereit! Wir gehören hier nicht hin. Okay, jetzt da hinten, wo wir als erstes waren, ist wieder ist irgendwas hochgegangen. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur genau. Sandschale. Schaut aus irgendwie wie, wenn man das in eine Richtung bringt. Wie meinst du das mit den Augen eines Kindes? Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Später mehr. Wir müssen zu Fuß weit. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Zeichne sie. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen.
Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge. Was passiert? Ihr See tut sich auf. Stimmen, die ich gehört habe. Sie waren schwer zu verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Ringtempel dran. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Okay, ich denke mal, das ist ein Boss. Das kann nicht gut sein. Nein! Eieiei. Ja, Schwierigkeitsgrad ist echt knackig. Sei bereit! Scheiß. Okay, ist hier eine Kiste mit Runen? Da ist eine Kiste. Ja.
Atreus, komm her. Na. Okay, das geht nicht. Jetzt eigentlich schauen, wo die blöden Runen sind. Dass wir die Kiste hier öffnen können. Aber ich sehe absolut gar keine irgendwo. Hier sind wir voll, aber... Ah, da ist einer, ne? Wir wollen nicht rein. Vielleicht geht's erst, wenn wir hier was den Schalter schaltern. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Du hattest vorhin Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Ach, Baby. Lauf, Junge! Heftig.
nicht rüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Dann gehen wir da lang. Geht's hier wieder? Da ist wieder eine Kiste, die wir nicht aufbekommen. Was können wir hier machen? Okay, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier reingehen können. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. So, hier sind wir gekommen. Okay. Dann gehen wir hier lang. Wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Okay, wir müssen dann genug von dem blöden Pflanzendreck da wegschneiden. Ist doch nichts mehr, oder? Ah, hier kann man. Das haben wir gar nicht gesehen jetzt. Wenn man noch hoch kann.
ultra geil, dass wir jetzt mehr anvisieren können. Los. Sinnespeer! Das war ja praktisch der gleiche, nur in Eis. Wie der Seelenfresser, glaube ich, war das, oder? Also, da ist es. Halte Wache, Junge. Geiles Ding. Sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ich bin hier echt komplett konzentriert. Ein bisschen XP brauche ich noch, dann könnte ich den verbessern.
Auf Stufe 3. Okay. Hier haben wir noch nichts Besseres. Hier haben wir noch gar nichts. Gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber einen Cut und dann schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wo es denn hier weitergeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder einschaltest und wenn du mir natürlich ein bisschen Support da lässt, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.